Dann bin ich froh, wenn die Kiste endlich gelaufen ist. Nun gib mal nichts zu Anhaber. Das wird doch empfehlen wie jeder andere. Mit der Kasse in der Hauptrolle? Man soll es nicht beschreien. Siehst durch. Eingebildete Zicke. Das Publikum liebt Frau Kassaber. Das Publikum, was ist denn das Publikum für eine Ahnung? Die sehen die auf der Leinwand und sind begeistert. Dass wir aber Wochen dazu brauchen, bis es so weit ist, weiß kein Mensch. Wie sollten die mal abgeschminkt sehen? Sie würden sie für die eigene Putzfrau halten. Nun, übertreibst du. Ich sagte mir, wenn sie geschminkt wird, da kannst du bewundern vor und nach dem Gebrauch. Das Einzige, was an der echt ist, ist der Schmuck. So, meine Herrschaften, es kann losgehen. Darf man fragen, was es gibt? Spaghetti Carbonara. Also erstens soll man Überraschung nicht verraten und zweitens heißt es Spaghetti Carbonara, nicht Carbonade. Spaghetti Carbonara. Das Rezept erhalten Sie bei Küchenchef. Mann, nehme. Ein Telefon und das schönste Mittagessen ist im Eimer. Ich gehe, fang schon an. Wenn es keinen umbringt, esse ich auch. Banause. Privatdetektiv Martin, ich bin selbst am Apparat. Hier ist Grüner. Atlanta-Film, ja. Ich brauche sie wieder mal. Kein Griff in die Kasse, bloß Schmuck. Bloß Schmuck? Seit wann benutzen Sie beim Film echten Schmuck? Nicht für einen Film, Martin. Es handelt sich um den Schmuck von Frau Kasser. Wie viel wert ist das Zeug? Der Mensch liest wohl keine Zeitung. Wie viel? Rund 1,8 Millionen. Dollar, Schillinge, Franken oder was? D-Mark. 1 Million und lumpige 800.000 Merkerchen. 1,8 Millionen? Die Schauspielerei, das muss ja eine ganze Menge einbringen. Und wozu brauchen Sie mich? Soll ich das Schmuckköfferchen der Dame durch die Gegend tragen, oder was? Nee, nee, lieber Martin, das nicht, aber so ungefähr. Am besten machen Sie sich um die Socken und kommen gleich her. Was? Was ich zahle? Tja, darüber reden wir am besten, wenn Sie hier sind. Aber nicht doch, lieber Martin. Die Sache ist nur die, Denise, ich meine Frau Kasser, möchte sie erst kennenlernen, bevor sie sich in ihre Obhut begibt. Also gut, ich komme. Aber ich nehme den Job nur an, wenn mir der Schmuck auch gefällt. Bis dann, Herr Grüner. Was war denn das für ein merkwürdiges Gespräch? Alter Grüner von Atlanta hat mal wieder Bauchschmerzen. Atlanta, ist das etwa die Filmfirma? Ja. Was ist denn? Muss ich hungers sterben? Die drehen doch einen neuen Film mit der Kasse. Richtig. Genau um die Dame handelt sich. Möcht Eis? Eis gibt es nach den Spaghettis, doch nicht zu den Spaghettis. Sag mal, und du sollst als Leibwächter für eine Schauspielerin arbeiten? Ja, ich soll nur auf den Schmuck der Dame achten. Das Zeug riecht gut. Schmeckt auch so. Koch, dankt. Kann ich mal einen Käse haben? Danke. Du, der Schmuck der Kasse ist weltberühmt. Sie soll übrigens eine nette Person sein. Wer bin ich denn, dass ich mir das gefallen lassen muss? Wenn jemand das Drehbuch ändert, dann doch wohl ich. Du. Du hast mir die Rolle der Tochter besprochen. Die Tochter! Jetzt soll ich die Mutter spielen. Ich, Denise Kasser, in einer Mutterrolle. Und bin ohnmächtig. Tu das, mein Kind, und wenn du wieder wach bist, dann machen wir einen Vertrag. Ich empfange nicht. Und wenn es die Presse ist, ha? Einen Augenblick, bitte. Kommen Sie rein. Ihr Büro sagte mir, dass ich Sie hier finden kann. Hallo, mein Lieber. Schaff dich nicht so rein. Das ist der Detektiv, den ich bestellt habe. Warten Sie bitte draußen. Wie Sie befehlen, allerschönste aller Frauen. Ich werde ihn Genesius nennen. Tu das. Lieber Herr Grüner, die Dame ist doch völlig überkantitelt. Wenn die mit ihrem Schmuck so umgeht, wie sie Launen hat, dann muss ich ja mit dem Staubsauger hinter ihr her sein. Erfahren Sie? Danke, nicht drauf. Das Zeug ist hochversichert. Bitte nehmen Sie Platz. Ihr geht es doch bloß um die Publicity. Mit Schmuck behangen wie ein Weihnachtsbaum mit Lametta und einem echten Privatdetektiv an der Seite. Das findet sie eben schick. Und wenn plötzlich eine Handvoll von den Lametten fehlt, dann hat man mich am Kragen. Die Dame Kasser mag mich zwar für schmückendes Beiwerk halten, aber für die Versicherung habe ich die Verantwortung. Die ich entsprechend honorieren werde. Also was ist nun? Nehmen Sie an,
Genesius. Also ich finde es ganz prima, dass Peter jetzt jeden Tag bei der Kasse ein- und ausgehen darf. Noch hat er den Job ja nicht angenommen. Eifersüchtig? Quatsch. Wetten das? Sag mal, willst du einen nassen Lappen um die Ohren haben? Schrei um Hilfe, nebenan ist mein Polizist. 1, 2, 3, 4. 1. Das gibt's nicht, man darf nur zweimal, wenn man eine 6 hat. Ja, aber du musst doch aussetzen. Aber nur einmal. Ja, richtig, ich hab gewürfelt, du setzt aus, also bin ich jetzt wieder dran. Aber du hast doch gar keine 6 gehabt. Ja, wenn du aussetzt, dann muss ich doch zweimal würfeln. Das ist Schummeln. Nein, das ist kein Schummel. Das ist Peter. Na, hat's geklappt? Der Künstler hat den Job. Ja? Wir fangen morgen früh an. Wir? Richtig. Du wirst Garderobiere, Pelagia. Was ist das denn? Grüß Gott. Grüß Gott. Sie wünschen? Wir möchten zur Halle 9 Atlanta filmen. Das ist die neue Garderobiere von Frau Kasser. Können Sie sich ausweichen? Rufen Sie bitte mal das Büro von Herrn Grüner an. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Eine neue Garderobiere. In 2 Stunden soll ich vor der Kamera stehen und niemand ist hier, um mir in die Kleider zu helfen. Werd nicht albern, wenn du morgens aufwachst, hast du auch niemanden, der dir in die Fummeln hilft. Du bist ordinär. Herein! Guten Morgen, allerschönste Herr Frau. Hallo, Genesius. Frau Wessel, Ihre neue Garderobiere. Guten Tag. Guten Tag, meine Liebe. Ja, legen Sie die Kleider raus, bügeln Sie sie auf und ich gehe inzwischen einen Kaffee trinken. Was ist? Willst du mich nicht begleiten? Ich liebe ordentliche Arbeit. Pelagia. Sag mal, was sollen eigentlich diese dämlichen Namen? Genesius und Pelagia. Ja, ich habe in einem schlauen Buch nachgelesen. Genesius und Pelagia sind die Schutzpatrone der Schauspieler. Aha. Sei doch kein Frosch. Doch nur ein Publicity-Gag. Ich weiß nicht. Ist doch nicht nur für mich. Auch der Film kann Reklame gebrauchen. Und Reklame bringt volle Kassen. Das ist doch höherer Blödsinn. Ich engagiere für schweres Geld einen Detektiv. Und dann soll ich dabei helfen, dass der Schmuck geklaut wird. Wenn mir das ein Autor ins Drehbuch schriebe, den würde ich die Treppe runterwerfen. Kaffee. Kaffee. Ist doch kein richtiger Diebstahl, nur so zum Schein. Du, das gibt doppelte Schlagzeilen. Einmal, wenn der Schmuck futsch ist, und dann, wenn er wiedergefunden wird. Das schmeckt mir nicht. Also gut, meinetwegen soll Genesius das Zeug wiederfinden. Dann ist er der große Held und kassiert das Geld. Also schön, gut. Och, Dickerchen, ich danke. Danke dir. Wunderschön. Und so ein Vermögen lässt sie einfach in der Garderobe rumliegen? Du vergisst meine Anwesenheit und deine Aufgabe, Pelagia. Pack's wieder ein. Komm mir doch nicht mit dem Besuch, Kleiner. Kannst du mir vielleicht verraten, wo wir so eine weltbekannte Sore verscherbeln sollen? Nicht so laut. Die Sache ist so lupenrein wie der Schmuck. Junge, ich hab noch Bewährung. Wenn ich bei dir Nummer auch nur anecke, na dann gute Nacht, Marie. Das ist doch nur eine glatte Fiole. Das ist doch kein Diebstahl. Das ist eine kleine Wegfinde. Die Tante lässt sich den Schmuck freiwillig klauen. Ja, das kapiere ich nicht. Wo ist denn bei der Nummer der Reibach? Den kriegst du schon. Cash und steuerfrei. In Ordnung? Ja, in Ordnung. Wie weit ist die Kasse? Ja, noch beim Anmalen, Haare weg, abwimpern. Bis die fertig ist, vergeht noch eine Stunde. Das ist bloß den Schmalz nicht hören. Der ist sowieso schon auf der Palme. Digga, du weißt, ich bin die Ruhe in Person. Ja, aber die Holde Denise, die klaut mir den letzten Nerv. Wir haben noch nicht mal angefangen und schon hat sie Allüren. In dem Streifen hier ist eine arme Frau. Und wie läuft sie rum? Wie eine Schaufensterpuppe bei Tiffany's. Bei dem hier Funkel fallen mir ja sämtliche Beleuchter von der Brücke. Ich werde mit ihr sprechen. Ja, aber wenn ich bitten darf, ein bisschen plötzlich. Ich will nämlich arbeiten. Wenn man dich so reden hört, könnte man denken, du bist der Chef. Hier drinnen schon. Haber! Hier, hier!
Ja, was ist denn los? Das dauert und dauert. Ist denn hier eine Arbeiter-Langsam-Bewegung? Ja, die Kasse ist noch nicht fertig. Na ja, gut, dann ziehen wir eben was vor. Die brillanten Emma, die ist an die Arme füllen. Wir haben doch noch was anderes auf der Pfanne. Ja, ja, Chef. Ja, also gut, schieß den Wind, Junge. Ja, in 5 Minuten will ich einrichten. Und zwar alles, wo die Kasse nicht im Bild ist. Gitte! Gitte! Ja, wo warst du denn, Mädchen? Also immer, wenn ich dich brauche, muss ich brüllen. Entschuldigung. Du bist eine gute Regieassistentin, nicht? Ich gebe mir Mühe. Na, dann hol mir mal einen schönen Kaffee. Ja. Denise, Baby, das muss doch nicht sein. Du hast mir die Rolle der Tochter angeboten. Und die Mutter muss dich akzeptieren. Also, wenn schon so einen Kuhhandel, dann bestimme auch ich, wie die Mutter auszusehen hat. Schließlich bin ich das meinem Publikum und meinen Fans schuldig. Deinen letzten Film hast du vor 3 Jahren gedreht und ein Erfolg war das auch nicht gerade. Das Manuskript war schlecht. Ja, ja, ich weiß. Die ganze Kompanie hat falschen Tritt. Nur du machst erst richtig. Ich trage den Schmuck. Nein. Doch. Er passt nicht zur Rolle. Dann spiele ich nicht. Dann zahlst du Konventionalstrafe. Ist eigentlich schade. Was? Dass Frau Kasser den Schmuck tragen will. Ich finde, sowas lenkt ab. Wen von was? Den Zuschauer, von der persönlichen Ausstrahlung. Genesius, räumen Sie das Gelumpen weg. Ja? Ja, sie kommt. Ich komme. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir machen in der Dekoration weiter. Genesius, Sie sollten mitkommen. Nur wenn es hier ein Safe gibt, wo ich den Schatz verstauen kann. Ja. Gehen Sie zu mir rauf. Hier, schließen Sie das ein und kommen Sie dann ins Atelier. Komm, Baby, ja. Es geht los. Heute Abend gehen wir essen und du zahlst von deinem Taschengeld. Wieso denn? Wegen Flirten mit einer anderen in Gegenwart der Ehefrau. Jedem recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Ach, Claire. Ja, dann wollen wir mal, was? Ja, sofort. Ja, 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 wollen Sie nicht oder können Sie nicht? Bin nur noch gar nicht fertig. Stuhl! Ja, Stuhl muss ich denn alles alleine machen. Danke. Was denn das hier? Was ist das für eine Schlamperei? Pelagia, der Saum, das... Ich hole eben schnell das Nähzeug. Ja, oh. Ist sie nicht reizend, die Dame Kasse? Ist ja unglaublich. Ja. Also jetzt noch mal von vorn. Ich sag dir doch, ich habe keine Ahnung. Ich hörte ein merkwürdiges Geräusch, so als ob jemand mit Pressluft oder Schalldämpfer schießt. Gleichzeitig spürte ich einen brennenden Schmerz im Rücken und dann wurde mir schwarz vor Augen. Ja, und als ich in die Garderobe kam, lag Peter auf dem Boden und in seinem Rücken steckte das Ding da. Hast du irgendjemand gesehen, als du vom Atelier in die Garderobe gingst? Haben Sie irgendeinen Verdacht, gnädige Frau? Ich weiß nur, dass der Schmuck weg ist und dass irgendjemand für den Schaden aufzukommen hat. Ich frage mich nur, wozu du einen Detektiv engagiert hast. Ja, ja, ja. Herr Grüner! Ja! Entschuldigen Sie. Die Leute von der Presse sind da. Ja, ist gut. Entschuldigen Sie, wir sind gleich zurück. Denise. Bitte, bitte. Ja, ich komme. Entschuldigung. Martin, ich muss Sie nachher mal unter 4 Augen sprechen. Ne? Presse. Die machen aber auch aus allem Reklame. Naja, Klappern gehört zum Handwerk. Ach komm, Peter, lass den Kopf nicht hängen. Die Steine sind schwer absetzbar. Wenn es keine internationalen Kapazitäten waren, dann haben wir die Kerle in kürzester Zeit. Und wenn nicht? Ein Detektiv, der sich beklauen lässt, bekommt von der Versicherung nie mehr einen Job. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal auf dem Filmgelände um. Irgendjemand muss doch was gesehen haben. Ja. Ein Cognac. Ja, komm. Pistolen haben doof, was? Womöglich gibst du die Klunkern hier noch auf den Tisch. War's schwierig? Ach, kleiner Fisch. Jetzt möchte ich gern meine Penunze sehen. Danke. Danke dir. Moment. Du wolltest es sehen. Kriegen tust es nach der Bestandsaufnahme, okay? Misstrauischer Heini. Bis gleich.
denke, Sie sind die Garderobiere von Frau Kasser. Ja, das schon. Aber ich habe den Detektiv gefunden und war allein mit ihm in der Garderobe. Naja, und da könnte der Verdacht ja auch auf mich fallen. Naja, das verstehe ich. Nur kann ich Ihnen leider nicht helfen. In der fraglichen Zeit sind Berufsfremde weder gekommen noch gegangen. Natürlich haben Sie gleich alles an die große Glocke gehängt. Pressekonferenz und so weiter. Sie hätten die Kasser sehen und hören sollen. Bitte? Schmalspur-Duse, ja, das ist gut. Ja, habe ich überprüft. Die tierärztliche Klinik, der Zoo und wir haben ein Narkosegewehr. Natürlich ermitteln wir weiter. Nein, leider nicht. Die Jungs müssen Profis gewesen sein. Selbstverständlich habe ich eine Beschreibung des Schmucks. Aber die Gauner auch. Denn morgen dürften sie in allen Zeitungen lesen können, was sie eigentlich erbeutet haben. Sogar mit Preisangabe. Das ging entschieden zu weit, meine Liebe. Wenn das rauskommt, zahle ich mich dämlich. Und du auch. Dafür werde ich sorgen. Bin doch versichert. Aber nicht gegen vorsätzliche Körperverletzung. Ja, das muss Peter beantworten, nicht ich. Und überhaupt, wenn ich geahnt hätte, dass du deinen Schmuck auf meinem Gelände klauen lässt, dann hätte ich ihn mitgemacht. Warum hast du die Show nicht in deinem Hotel abgezogen, verdammt nochmal? Hotel, Hotel ist so langweilig. Dem Atelier geht pressemäßig viel mehr hier. Im Hotel wäre nur Dennis Kasser bestohlen worden, aber hier die Hauptdarstellerin des Films, Heide Rösler. Ja. Also, jetzt steht es mir. Ich bin ja nur wirklich die Ruhe in Person, aber zu Fülle ist es einfach zu Fülle. Ich will jetzt endlich drehen, habt ihr mir verstanden? Was ist denn nun? Ich muss kinematografische Laufbilder machen, ihr klönt hier rum. Und alles für dein Geld. Komparsen schreist du fundweise und hier verquatscht dein ganzes Vermögen. Also nur komm, Schwester, Süße, nur heb mal deinen süßen, kleinen Hintern ein bisschen hoch und geh in die Dekoration. Mann, es ist ja schon 12 Uhr und noch nicht eine Klappe ist gefallen. Mir wird ein Millionenvermögen gestohlen und du brüllst mich hier an. Ich kann nicht mehr. Meine Nerven. Na ja, das sehe ich ja ein. Nach so einem Verlust ist ja jede Ausstrahlung im Eimer. Und dann noch die verheulte Nese. Das geht wirklich nicht. Hör doch mal zu, Dicker. Ich habe doch noch ja nicht angefangen zu drehen. Wir könnten ja eigentlich noch umbesetzen. Der Tag ist sowieso im Eimer. Ja, und so eine Nervensache, die kann ja Wochen dauern. Ein richtiges Wort zur richtigen Zeit schafft Ruhe und Betriebsamkeit. Ich drehe jetzt. Gehen Sie zur Kasse und lassen sich aussagen. Sie sind erlassen. Meine Weisung bekomme ich von der Produktion. Die hat mich eingestellt und nur die kann mich entlassen. Verlassen Sie sofort meine Garderobe. Auf der Stelle! Hallo, Liebling. Peterli. Hilf deinem Danny lang und wirf diese garstige Person hinaus. Oh, sie hat schon ein Trotzköpfchen, ihre Frau Mutter. Oh, Mutter. Na nun, werd nicht albern. Nicht? Sieht dir doch niemand zu. Na, Schatz. Guck mal, sieht doch nicht. Nein, sie kann. Unter dem Schmuck befand sich auch der berühmte Diamant Sancy, 35 Karat schwer. Der 1938 gefundene Stein ist rund 100.000 Dollar wert. Wie heißt der Stein? Sancy, warum? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin nicht da. Privatdetektiv Martin? Ich bin nicht da. Der dicke Grüner. Gib her. Martin? Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, gut, ich komme sofort. Nun regen Sie sich doch nicht auf. Zugegeben, es war eine unglückliche Idee, aber leider ist es nun mal passiert. Sehr sinniger Scherz. Sie kriegen natürlich Schmerzensgeld. Davon kommt der Schmuck auch nicht wieder zum Vorschein. Doch, es war doch nur ein Reklamegag. Hier, mein Peterli hat den Schmuck. Morgen bekommen Sie ihn. Demisius. Und Sie sind der Held des Tages. Sie machen Schlagzeilen. Erfolgreicher Detektiv übergibt Dennis Kasser den wiedergefundenen Schmuck. Och, Demisius, kommen Sie, schmollen Sie nicht mehr. Ende gut, alles gut. Moment mal, würdest du das nochmal wiederholen? Wer soll den Schmuck haben? Oh, Peterle, du bist goldig. Jetzt aber Schluss. Sei ein braver Junge und gib dem braven Genesius den Schmuck zurück. Ist ja alles anders gelaufen, als ich dachte, aber... Bitte lass mich aus dem Spiel. Ich verstehe kein Wort. Glauben Sie mir, ich habe den Schmuck nur von Weitem gesehen. Peterli, wie kannst du nur? Ich kann sogar noch mehr. Ich gehe. Und für dein Kasperletheater kannst du dir gefälligst einen Dümmeren aussuchen. Peterli, mein Schmuck!
Gut, dass Sie kommen, Herr Wenzel. Der Schmuck ist wirklich geklaut worden. Oh! Stell dir vor, Matthias, das Ganze war eine abgekartete Sache. Reiner Reklame-Gag. Aber irgendwas ist schiefgelaufen. Jedenfalls ist der Schmuck jetzt wirklich weg. Er ist hochversichert. Da muss jetzt eben die Versicherung ran. Mir kommt es jedenfalls nur darauf an, die ganze Sache so schnell wie möglich zu erledigen. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wir haben das Narkosegewehr. Wir haben den Mann, der es aus Frankfurt besorgt hat. Übrigens einen Ihrer Requisiteure, Herr Grüner. Und das Geständnis, gemeinsam mit einem Heiner Specht den Schmuckkoffer gestohlen zu haben. Mein Peter, mein Schmuck. Oh. Frau Kasser, der Requisiteur Brandner und Heiner Specht geben an, den Schmuckkoffer in Ihrem Auftrag gestohlen zu haben. Ihr Freund Peter Halle diente dabei als Mittelsmann. Ja, so war's geplant. Aber so ist es nicht gewesen. Die Männer haben den Schmuck behalten. Mein Peter hat nichts damit zu tun. Sie haben das doch alle gehört hier. Allerschönste aller Frauen, darf ich mal kurz zusammenfassen? Sie und Peter planten einen Reklame-Gag. Aber aus dem Spaß ist nun ernst geworden, stimmt's? Stimmt. Und da es nun ernst ist und der Schmuck verschwunden ist, muss die Versicherung zahlen, stimmt's? Stimmt. Für Glas? Glas? Was bilden Sie sich ein? Eine Diniskasse trägt keine Imitationen. Leider doch. Ich habe mich nämlich ein bisschen erkundigt. Na komm, sprich nicht in Rätseln. Wie kommst du denn auf die Idee? Vera hat mich draufgebracht. Sie hat mir die Inhaltsangabe des famosen Schmuckkoffers aus der Zeitung vorgelesen. Jedes Stück existiert. Natürlich. Unter anderem Sancy, ein weltberühmter Diamant. 35 Karat. Hat 100.000 Dollar gekostet. Und 50.000 hat er gebracht. Nein. Vor 2 Jahren. Mhm. Sie waren pleite, Denise. Der Mann, an den Sie den Stein verkauften, hieß Reinhard Kellogg. Und er hat versprochen, den Mund zu halten. Hat er auch. Nur dummerweise habe ich für ihn gearbeitet und den Diamanten gesehen. Und als ich jetzt den Namen hörte, fiel mir die alte Geschichte wieder ein. Und da es 2 Diamanten gleichen Namens nicht gibt, muss einer falsch sein. Der von Reinhard Kellogg ist echt. Ich habe vor 2 Stunden mit ihm telefoniert. Ist ja eine tolle Story. Wenn auch das Zeug falsch ist, Diebstahl ist Diebstahl. Außerdem der Schuss mit dem Narkosegewehr. Du hast die beiden noch fest, also stell sie unter Anklage. Aber eine Frage ist noch offen. Wer hat den Schmuckkoffer? Ich. Erst in meinem Hotel. Aber bitte tut Peter nicht. Er hat nur getan, was ich ihm gesagt habe. Hast du gesehen, wie er die Unschuldszene gespielt hat? Also einfach großartig. Ja, aber du gibst ihm keine Chance. Liebling, in unserem Film kommt kein Jüngling vor. Da muss das Drehbuch geändert werden. Das wird Schmalzner nicht wollen. Er muss. Wessen Name steht auf dem Plakat ganz groß? Meiner. Ich verkaufe den Film. Ich mache Schlagzeilen. Hinter der Kamera kann jeder Idiot stehen. Frische Luft. Gut, gut. Was solche Gehirne ausbrüten, bewundern wir auf der Leinwand. Also spielt das wahre Leben.